Hallo Freunde von Feuerwehrsimulator 112. Heute ist Freitag der 13. und wie Freitag der 13. ist heute der absolute normale Wahnsinn. Aber wir werden sehen, wie wir durch den Tag kommen und wie wir das Ganze heute bewältigen. Wir werden starten als Maschinist zu einer Ölspur ausrücken. Unser erster Einsatz an diesem Tag. So, darf's raus. So, und los geht's. Wir müssen jetzt, wenn nach da hinten die Stange zu. Einsatz für LF. Die Rusted Wehr ist die, also hast du alles klar. Habt ihr alles mitbekommen? Jetzt sind wir auf dem Weg zur Treppe. Ich muss mich hier erstmal orientieren. Ich bin erst ein neuer Typ hier, aber irgendwie habe ich mich total vertan und muss hier erstmal wieder raus. Und gucken. Ach, da ist es. So, und drehen und drehen und drehen. Und los geht's. Und schubst dich. Wo ist die Treppe hier? Ich glaube hier so. So. Gucken. Da ist die Treppe. Ja, ich laufe Treppe. Oh Gott. Da bin ich schneller. Mit Stange ist schon längst unten. Egal, lauf Treppe. Ich tue was für meine Gesundheit und laufe die Treppe. Auf dieser Ölspur Unfälle bauen. So, und drehen und drehen. Bin ich verkehrt hier? Wo bist du verkehrt? Da drüben geht die Treppe. Noch ist er runter. Ist gerade in einem leeren Raum. Da geht die Treppe runter. Also nochmal zurück und drehen und drehen. Ach, verpasst. Hauptsache, die warten auf mich heute. Du bist Maschinist, du fährst. Und die können nicht ohne dich weg. Aber es ist ja nichts Schlimmes. Es ist ja nur eine Ölspur. Nur eine Ölspur, ja. Nur und eine. Die Leute müssen ja aufpassen. Na, dann von daher gibt es da keine Probleme. Und ich muss nochmal drehen. Und noch nein, muss nicht runter. Rechts ist der Ausgang. Rechts. Rechts ist der Ausgang. Rechts. Stück vor. Da. Ja, super. Und schnell. Und dadurch. Wo ist mein Wagen? Guck mal nach links. Wo ist das mein große Wagen? Löschfahrzeug. Große LF auf das. Bist du Maschinist? Ja. Auf dem bist du Maschinist. Und? Jetzt gehst du zur Tür und drückst dann E zum Einsteigen. Ja, drückst mal E zum Einsteigen. Nein, dann nicht. Da hinten. Vorne bist du Maschinist. Genau. Na, bist du heute welche lang? Ah! Vorbei. Ach, das krieg ich schon jetzt hin. Jetzt kannst du ja immer auf Mittel auf das Mausrad draufdrücken, dann bist du auch drin. Ja. Du sollst auf das Mausrad draufdrücken, nicht rein. Drückst du M. M. Dann machst du Motor an. Motor starten. Mit 3 machst du jetzt Blaulicht an. 3 Blaulicht. Martinshorn machst du mit 2 an und E-Horn machst du mit 0 an. Wenn du E-Horn haben willst. Ne, das brauche ich noch nicht. Und jetzt geht's vorwärts. Linker setzt du den da links, da muss rechts, das ist Navi. Navi, du musst rechts! Yeah. Was war linken behalten? Du fährst mit W, A, S, D. Mit S, mit D nach rechts, mit A nach links. Wenn du also D drückst, da lenkt der wunderbarerweise nach rechts. Prima, schön. Okay. So, und jetzt? Wieder rechts. Wieder rechts. Und linker rechts und... Erst bei der Kreuzung nicht. Aber da komme ich ja da drüben raus. Na, kommst du nicht raus. Kommst du da nicht raus? Also als Bürger würde ich überlegen, ob ich der Feuerwehr noch vertrauen würde. Ich bin doch raus. Oh,
da wird es einem schlecht. Ich bin auf der Schleuderspur. Kannst du den Link auch wieder ausmachen? Drückst F. Ich muss immer noch geradeaus fahren. Ich sitze das erste Mal auf dem Wagen hier. Ja, wahrscheinlich kannst du auch nicht machen. Ja, okay, heute fahren wir rechts von Ampeln her. Aber wir haben es geschafft! Ja, wir sind noch weitergekommen! Ja, prima! Zumindest zu fahren, wenn du da lass den Blinker aus, also zumindest das war schon zu fahren. So, jetzt geht's erstmal wieder ein bisschen. Ah, warum fährt der da oben drauf? Da wollte ich doch gar nicht hin. Nur gut, dass der schon weggefahren ist. So, ich muss immer noch geradeaus. So, jetzt kriege ich langsam ein Gefühl für das Auto. Ich muss dazu sagen, ohne Probe. Jetzt hat direkt das erste Mal reingesetzt. Ohne Probe, das erste Mal rangesetzt und dann... Ja, nicht wie bei 911 Operator erstmal zeigen, wie man das anklicken soll, sondern nur einmal kurz... Praktisch gesagt, wie er ist die erste und dann mit den Pfeiltasten letzte Blinker. Ja, also. Einwandfrei. Und was ist das? Das blanke Chaos. Wenn du draußen gucken willst, vielleicht kannst du besser fahren, wenn du wieder auf das Rad. So, jetzt geht's wieder geradeaus. Das ist ja ein Zielort, du solltest nicht unbedingt auf den Wildspuren drauf stehen bleiben, weil sonst kannst du das schon. So. Ist ein bisschen weit vorbei, aber... Ihr könnt ja weit Säcke tragen. Schafft er. So, ich kann ja ein Stück rückwärts fahren. Bau Licht aus. Ja, guck doch mal. Geh mal raus und dann siehst du, wo der Rundspur ist. Das ist deine Rundspur. Da bin ich doch gut, ne? Und jetzt muss ich anhalten. Ja. Job. Oder? Mit W. Mit W warten. Drückst du Return, also die Taste. Ja. Und mit R drücken. E. Mit E. Ja, mit E. Steckst du aus. Und jetzt kann ich vorwärts gehen. Kannst du durchschalten, mich anhandelst. Zum Beispiel. Dann nehme ich den hier. Nein, das ist gut. Schon gut. Und sonst ist ein Kegel hinter dem Verkehrsgegner. Jetzt guckst du auf den Bereich drauf und mit der Maus drückst du dafür. Auf diesen Maketen auch im schönen Bereich da, der ist nicht umsonst auf der Straße. So. Musst du da drauf mit deinem Punkt da, den du da hast, den Cursor. So. Und jetzt drückst du Q. 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 So. Und jetzt da die Kegel. Was läufst du jetzt zurück? Das tut weh. Das tut weh. Ohrstöpsel. Am besten sind richtige Kopfhörer zu haben. Damit man das besser hört. So, und was mache ich jetzt? Jetzt gucke ich und ich komme zurück. Stopp. Nee. So, und jetzt muss ich dann... Nicht passiert! War hier ein kleiner Unfall. Freitag der 13. kann ich nur sagen. Mir fehlt meine Hilfe. Ich schub den einfach um. Von daher, Leute, jetzt müsst ihr dann mit diesem Wagen da hinlaufen. So, und jetzt krallt euch bitte diese Wagen. Ihr müsst doch die Ölspur sichern.
Nimm Bindemittel aus Rolltor. Und dann muss ich, also jetzt zum Rolltor. Nimmst dich und Rolltor öffnen. Und mit O Rolltor öffnen, mit E. Nee, wird sich das Rolltor öffnen? Guck mal da rechts. Ich gehe jetzt noch kurz wieder hin. Guck mal, da ist der Bindemittel, sagt man. Soll zu dem Rolltor da hingehen? Dann öffnen wir jetzt auch eben für dich. Und gucken uns mal oben zum Bindemittel, sagt man, der extra ja. Markiert wird extra für dich. Okay. Guckst du, da oben hin. Ja. Und jetzt guckst du Kuh, dann nimmt er den Bindemittelsack raus. Ja. Da war ich im Verkehr. Dann gehst du da hin. Ja, und jetzt gehe ich. Immer das, was du holen sollst, wird immer grün markiert im Auto. Man kann es eigentlich schon relativ gut einschätzen, was wir. Das ist ganz schön schwer. Ich mittlerweile weiß schon auswendig, was liegt. Ja. Muss ich da unten drauf gucken, wenn er mal liegt, kann das. Ja. Unten auf das Orange drauf gucken. Das ist mal dein Punkt, und den musst du mal drauf gucken. Jetzt drückst du linke Maustaste. Linke Maus. Gedrückt halten am besten. Ja, und jetzt wird Bindemittel draufgegeben. Aber dafür, dass ich das aus der kalten heraus mache, ja, klappt das schon ganz gut. Und jetzt ist das Ganze gesichert. Guck mal hier. Festgas mit dem Besen. Da ist die Ölspur verstreuen. So, dann muss ich da hingucken. Und dann muss ich hinlaufen. So, und auch nochmal hinlaufen. Und die linke Maustaste halten. Und dann kann ich... Fertig, das kannst du ja weg. So, jetzt kann ich den Besen wieder zurück ins Auto bringen. So, und los geht's. Dann kann ich den wieder da rein ablegen. Lupstick. Mit E kann ich den dann wieder da rein. Und ihr macht das Fach auf. Jetzt guckt man in die Wand hin. Alles anders. So. Den Besen auch rein. Hinten würde, da hinten soll der Besen rein. Das ist der Besen rein. Normalerweise kriegst du auch hier durch den Schlitz durch. Oder so kriegst du. Genau so. Dann kriegst du auch einfach so den Besen. Okay, also es gibt auch noch Trick 17 dabei. Den Besen kann man auch durch den Schlitz reinschieben. Ja. Ich habe aber unbewusst das Fach geöffnet und wollte den Besen ordnungsgemäß reinpacken. So, jetzt kannst du als Maschinist wieder weitermachen und gleich zurückfahren. So, jetzt kann ich wieder zum meinen Wagen und dann... Nee, noch nicht. Du hast den Schlauchstapel. Oh, den Schlauchstapel. Wo der ist Schlauchstapel. Der Schlauchstapel. Da, ja, da ist er ja. So, den muss ich ja auch erstmal wieder zurückbringen. Zurück. So. Und jetzt mit E. So, und dann gehe ich vorwärts und so. Und dann einmal drehen, weil jetzt ich kannst du mit A und D kannst jetzt sehen. Jetzt kann ich dann reingucken. Machst du so und dann machst du jetzt E. E muss ich wieder. Dann hängt er wieder dran. Du läufst nach vorne wieder und steckst ein und fährst wieder. So, und jetzt gehe ich zur Seite. So, noch ein Stück. Und jetzt Anlauf und vor zur Tür. So, und noch ein Stück. Noch ein Stück. Hup. So, jetzt bin ich... ich bin vorbei, wieder zurück. Noch ein Stück zurück. Also auch hier mit dem, wenn du das hier drückst, um deine Ego-Perspektive gehen und so machen. Zum Beispiel. Ja. Steckst du ein und dann kannst du mit Dreieck, glaube ich, auch... Dreieck, genau. Mit drei, glaube ich, ausmachen, jetzt kannst du wieder wegfahren. So, und jetzt darf ich wieder zurück zu... Ja, für den TomTom folgen, wenn du rein willst, tust du eine Maustaste. Aber ich... Mausrad. Das Ding zerbiegen. Oh, ich muss zurück, zurück. Egal, fahr geradeaus. Aber nicht auf der Wiese. Irgendwann findest du auf dem Acker. Aber nicht auf dem Acker. Jetzt bist du hier angekreuzt, jetzt kannst du weiter rückwärts fahren. Jetzt kann ich weiter rückwärts fahren. So, okay. Wo? Jetzt kann ich. So. Und ab geht's. Nein.
habe ich auf die verkehrte Taste gedrückt. Dann muss ich nämlich nochmal. So. Jetzt muss ich wieder links abbiegen. Ja, ist rot. Ich fahre weiter. Komme aus dem Einsatz, ich will nach Hause. Wenn nicht, mache ich Blaulicht an. Sollen sie sehen. Kam eh keiner. Und solange wie keiner... Zu werden. Kannst mit 4 kannst du Licht anmachen. Mit 4 Licht anmachen. Und jetzt, ja, jetzt muss ich erstmal wieder die Orientierung finden. So, jetzt geht es wieder ein bisschen besser. Man darf sich nicht verdrücken. Man muss immer die richtigen Tasten haben. Jetzt muss ich hier links abbiegen. So, mit Schmackos. Ah, das klappt langsam immer besser. Langsam habe ich ein Gefühl für die Tasten hier. Oh, jetzt kommt ein großer. So, jetzt muss ich hier vorne halten. Ich fahre mal ganz langsam ran. Ganz langsam. Na, das hat doch geklappt. Das ist gar nicht so einfach. Im richtigen Auto und im richtigen Leben sieht das alles ganz anders aus. Hier braucht man viel Geduld und... Und würdest du es gerne im zweiten Teil noch davon machen? Erstmal ein Teil. Und dann muss ich erstmal verdauen. Muss erstmal verdauen? Ja. Wer muss denn verdauen? Ein paar Sekunden? Nee, ein bisschen länger. Oh, aber ein bisschen länger. Also so lange, bis du dann deinen Kopfhörer hast. Ah, Hilfe! Durch eben Bluetooth, Sony-Lautsprecher. Jetzt gibt's Bluthochdruck für mich. Leute. Ja, beschwer dich nicht, wenn du Vakuum, wenn deine Ohren Vakuum ziehen. Wie am letzten Mal. Ich weiß sicher, dass die Kopfhörer Vakuum ziehen. Meintest du ja. Die ziehen ja kein Vakuum. Das richtig geil ist, aber du hast keine Umgebung. Du hast überhaupt gar kein Umgebungsgeräusch. Das ist richtig geil. Außer du hältst Hand dran. Das Mikro eingebaut, der nimmt dann die Außen. Ich höre mich genug. Ah, jetzt muss ich Halt drücken. Oder? Es ist Bremse, nicht H. Nicht H für Halt. H ist übrigens super. Also wenn du den In-Ears drin hättest, würdest du hören, wenn du H drückst? Ne, H ist gar kein Problem, stehen, oder? Nee, H ist gar kein Problem. Ja, okay, man kann sich auch vertun. H ist halt mal keine Hupe. Du sollst dich immer... Ich habe mich vertrübt. Takt-Taste aktivieren, also Großschreibtaste, ewig Großschreibtaste. Ich habe mich vertrübt. Tut mir leid. Ich würde jetzt entweder rechts oder links einlenken, also kommst du nicht an der Ampel vorbei. Ich muss erstmal ein Stück zurückfahren. Kein Auto. Ja, es war keiner. So. Sonst würde ich ja einen Fußgänger umfahren. Ich habe es gefunden, ist ein bisschen früh ein. Ich lenke zu früh ein. Guck mal, die haben ja alle Platz gelassen. Die wissen ja, da kommt. Hier noch ein Trick 2 kommen, wenn du 3 drückst, dann machst du Blaulicht an, machen sie dir noch mehr Platz. So, und jetzt muss ich hier irgendwo abbiegen. Du solltest eigentlich links. Jo, das hat... Ah, nein, Leute. Wie weit habe ich denn noch? Ich bin froh, bin schon well done. Ich bin schon durch, Leute. Das habe ich. So, wann bin ich da? Noch ein Stück. Langsam ranfahren. Ja, nein, ordentlich ranfahren. Du hast jetzt von morgens bis abends gebraucht, bis du jetzt einen einsatzfähig hast. Ja, prima. Ja, herzlichen Glückwunsch. Damit bin ich allen anderen Arbeitswegen ausgewichen. Das Video wird über 20 Minuten lang, nur weil du eine Ölspur in 20 Minuten bearbeiten kannst. Ja. Das ist doch super.
Das muss erstmal einer nachmachen. Ja, wir haben ja noch jemanden. Wir wollen ja auch einen zweiten Teil machen, wir wissen, wie es da wird. Gleich geschafft, ich hoffe jedenfalls. Das müsst jetzt mal die Ampel mit. Und jetzt bin ich stopp. Muss ich einlenken und dann rückwärts rein. Das rückwärts, das hat noch gefehlt. Das rückwärts fahren, das rückwärts einpacken. Sonst in dieses Loch, dann links rückwärts einpacken. In dieses Loch? Ja, in das kleine Loch da, rückwärts einpacken. Und man kann mit Spiegeln fahren, man kann auch, so wie ich, instinktiv einfach rein, passend genau reinpassen. Oder du drückst mit, oder du drückst Mausrad und dann guckst du raus und dann kannst das Bild auch bewegen, dann siehst du so. Okay, jetzt muss ich rückwärts fahren. So, stopp. Und jetzt rückwärts. Du fährst an Leute, du warst weg an. Du musst vor dir warnen. Ja. Warte, Heckwand muss man zwar. Warte. Heckwand war jetzt auch noch anmachen. Okay, ich brauch das Bild. Ich brauch das Licht. Das braucht das Licht. So, vorwärts. Leute, ihr müsst warten. Die Feuerwehr muss. Nein, ich will das alleine machen. Ich will das mal ausprobieren, wie das funktioniert. Im nächsten Teil meinst du, kannst du das dann? Nein, kann ich nicht, aber ich kann es ja mal. Mich? Lässt du mich da? Ah, und es sieht schon gut aus. Und? Wir müssen leider, ich könnte auch mal zum gehen, ich weiß auch nicht. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. Ja, jetzt ist der Bildungsfelder. Wir müssen ein bisschen gut passen. Noch ein Stück rückwärts. Stopp. Was ist mit M-Motor aus? M-Motor aus? Und E kannst dann aussteigen. Und E kann ich aussteigen. Aber super eingepackt, oder? Ja. Und das für eine Frau. Ah, Leute, es hat doch noch Spaß gemacht. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Dass ihr meine Chaosfahrt gesehen habt, es ist zwar ein bisschen übel geworden vom Magen her, mein Herz ist seekrank geworden, aber ich hoffe doch sehr, dass es euch Spaß gemacht hat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Gerne Daumen hoch da lassen und abonnieren auch gerne. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.